Ich grüße euch. Ich grüße euch, ihr Liebhaber der allerkleinsten Kunst, ihr Lausbuben der angenehmen Verdrießlichkeit, ihr Laufburschen des 20. Jahrhunderts, nun auf- und abgeklärt in euren Sesseln sitzend, ihr hohen Priester des Geschmacks. Nun, jeder wird sehen, was von ihm übrig bleibt. Man weiß inzwischen, wie alles verläuft, nämlich im Sande. Kleinkunst ist Wahnsinn. Ist Bauchspeicheldrüse, romantische Ironie, Kaffeehaus und Zähne zeigen, ist Politik und verstimmtes Klavier. Kleinkunst ist Karlauer, Kohl und Konsorten. Klatsch und Kakophonie, Schützenfest und Einsamkeit, Eifersucht, Haarersatz, langer Samstag, Babysitter und Baumbestand, religiöse Prothese und Turnerbund. Selbstverständlich, jeder darf sagen, was ihn bewegt. Man weiß ja inzwischen, dass alles nicht stimmt auf dieser Welt. Kleinkunst ist Feuerwehr, Beamtenhumor und Betriebsausflug. Konzertante Philosophie, Seelenkäse, Aufklärungslokomotive, ambulante Schizophrenie ist Bonn, Krankheit, Gedankenherberge, Psychokitsch und Aussagezwang, Nachtschattenblume, Männerchöre und Scheidungsgrund, Gretchenfrage und Schuldungsberge ist Messer und Gabel, Trauer und Tollwut, Kaschem und Kirche, Kleinstadt und Kegelclub, Schwachsinn und Todesfall, Blackout und Applaus. Ich grüße euch. Auch dich und dich und dich ganz in der letzten Reihe. Jeder muss tanzen und sich täglich überlegen, wie er sich aufrecht hält. Kleinkunst ist Heilsarmee auch für Einzelgänger. Und nicht Nabel der Welt. Doch bringt sie die Kleinkunst für Dichter und Sänger auch schon mal Geld. Ich danke euch. Das muss man mal sagen. Das muss man wirklich mal nach all den vielen Jahren, 40 sind es ja insgesamt, wirklich sagen, dass es ja immer in all den Jahren, die vielen Menschen waren, nicht nur zu mir gekommen sind, sondern auch zu meinen Freunden und Kollegen, und uns wirklich im ganz konkreten Sinne existenziell haben überleben lassen. Jetzt ist es raus. Ich fang mal ganz von vorne an. Als Kind wollte ich allerdings nicht Kabarettist werden, da wusste ich noch nichts davon, aber ich wollte genau das werden, was viele der Jungs auch werden wollten, nämlich ich wollte als Kind Lokomotivführer werden. Und zwar, da ich ja westlich des Kohlenpots aufgewachsen worden bin, wie es so schön heißt, wollte ich, wollte ich Zechenzug-Lokomotivführer werden. Und zwar, das sind die Züge, wo keine Fenster drin sind wegen der Kohlen. Das können Sie jetzt interpretieren, wie Sie mögen. Kohlen, Sonne, es gibt ja Sonne und Sonne-Kohlen, nicht wahr? Jedenfalls, heute weiß ich, dass ich damals eigentlich nur von den Füßen kommen wollte. Es war reine Bequemlichkeit, reine Bequemlichkeit. Ich wollte mit dem Zechenzug immer durch die Gegend rasen, mein ganzes Leben lang. Nicht wahr? Ich bin inzwischen, wie Sie wissen, auch der faulste Kabarettist Deutschlands. Ich lese alles ab, ich lerne nichts auswendig. Große Kunst lernt man auswendig, Kleinkunst darf man ablesen. So habe ich mir das eingeteilt. Dankeschön. Ja. Was wäre zu diesem Thema noch zu sagen? Gut, hinter mir laufen noch keine Prospekte ab, nicht wahr? Das ist also, ich setze mir auch keinen Zylinder auf oder eine Hornbrille, um irgendetwas zu spielen. Wir machen auch keine große Lichtshow mit Blackout und so weiter. Was wäre noch zu klären, bevor es richtig losgeht? Ich tanze auch nicht, meine Damen und Herren. Sie kommen heute Abend leider nicht choreografisch, heute Abend nicht auf Ihre Kosten. Tut mir leid, was nicht ist, kann auch werden, sage ich immer, nicht wahr? Und was wäre... Ach, ich bin auch nicht gedopt, auch wenn ich manchmal sehr schnell spreche, dass das klar ist. Und aus all diesen soeben beschriebenen Gründen bin ich schon ganz früh an jeder sportlichen Tätigkeit sowie jeder Leibeserziehung. Das ist ja eins der schwachsinnigsten deutschen Worte, die ich kenne. Das merkt man gar nicht so im Gespräch, aber wenn Sie das Wort mal konjugieren, dann merken Sie das. Ich erziehe meinen Leib, du erziehst deinen Leib, also es erzieht. Dann merken Sie es, wie schwachsinnig das ist. Wir sollten viel mehr solche Worte überprüfen mit Hilfe der Konjugation, dann würden wir es merken, was für ein Unsinn wir ab und zu verzapfen. Und vor allem bin ich auch jeder sogenannten Körperertüchtigung immer strikt aus dem Wege gegangen. Strikt. Ich bin als Kind schon den meisten Spaziergängen zutiefst abhold gewesen. Zutiefst den Spaziergängen, nicht wahr? Ob zwar ich später manchmal zwischendurch sogar den Mount Everest erklimmen wollte, aber eben nur erklimmen, nicht wahr? Das ist ein bisschen wenig. Sie kennen ja sicher alle diesen schönen, wie heißt es, tibetanischen Spruch, hat, glaube ich, ein Mönch aus Lhasa an die chinesische Mauer geschrieben. Ein Klimmzug macht noch keinen Himalaya. Blöd, aber schön. Jedenfalls... Zum Spazierengehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, braucht man ja allenthalben Beine und Füße, manchmal sogar auch Hände, wenn es wirklich nur noch auf allen Vieren geht. Das sollte man sich einmal im Jahr, finde ich, schon leisten, an Aschermittwoch vielleicht. Naja, damit wir uns wieder an unsere Anfänge erinnern. Ne? Das ist ja, so lang ist das ja noch nicht hier, aber das haben wir ja inzwischen den Tieren ziemlich voraus, den sogenannten aufrechten Gang. Gell? Oder um beim Gedankengang zu bleiben, den aufrechten Spaziergang. Mit oder ohne Knotenstock, mit oder ohne Lodenmantel und Auszugsjägerhütchen, mit oder ohne Kniebundhose und roten Socken. Naja, das sind ja diese munteren, wackeren Wanderer, denen ich immer hinterherlaufen möchte, um sie zu fragen, heute noch nach Graubünden? Aber die sind ja...
Die sind ja so schnell, die kann man ja nicht einholen. Das machen die roten Socken, machen das. Das sind Beschleunigungsstrümpfe. Fehlt nur noch der Kilometerzähler an der Waage. Wahrscheinlich hat das jeder, das kann man nur nicht sehen, nicht wahr? Also sollten Sie mal jetzt, was ja in der Zeit gar nicht, zu unserer Zeit gar nicht so schwierig ist, in Terminhatz geraten, nicht wahr? Das ist ja gar kein Problem mittlerweile, wir sind ja alle in Terminnöten. Nur rasch rote Socken kaufen, geht alles viel schneller. Nicht? Und so weiter. Der Mensch, speziell der deutsche Mensch, hat ja meist den Sonntagnachmittag ausgesucht, um dann stundenlang den ewigen Spaziergang zu zelebrieren. Ist doch so. Ja, damit dann wenigstens hinterher Kaffee und Kuchen ihre Berechtigung haben. Das ist doch bei uns in der Familie so. Erst die Arbeit, dann das Spiel. Da wird der Vater ja regelrecht zum Expressionisten. Ich meine, Zappalott spricht der Mensch, der Haushaltsvorstand, der Erziehungsberechtigte, der Spaziergang-Geber. Nicht? Ja. Nein, die Eltern sind die Spaziergang-Geber und die Kinder sind die Spaziergang-Nehmer. Ne? Ja, ja, eine, ja, das ist doch so, ne? Eine Spaziergang-Gewerkschaft gibt's noch nicht, also das ist sehr komisch. Für alles gibt's Gewerkschaften, Gottlob, nur für Kinder nicht, weil da hätten wir wenigstens den 35-Stunden-Spaziergang, nicht wahr? Sie werden sich erinnern, oft wird er den Kindern als Köder, also wie beim Angeln ist das, bei mir war das so, als Köder irgendeine abgestandene Sensation versprochen. Ein gläsernes Haus, ein silbernen See, ein Hänsel- und Gretelwald, eine Schneewittchenwiese und so weiter. Und nichts stimmt. Nichts stimmt! All diese Sonntagssensationchen sind doch meist nur dumme, desillusionierende Jahrmarktsattraktionen. Das Kind traut doch plötzlich seine eigenen Fantasien nicht mehr, nicht wahr? Und ergibt sich dann, logischerweise fast fatalistisch, den üblichen Erschöpfungsspielchen am Ende des Spaziergangs. Wie damals zu meiner Zeit Bockwurst springen. Ich weiß nicht, ob Sie sich was darunter vorstellen können. Da hingen also an so einem Seil so 8 bis 12 Bockwürste. Da muss man immer so hochspringen, nicht wahr? Hatte man schon den ganzen Tag gehungert, damit man überhaupt nicht animiert war, nicht wahr? Und immer, wenn man hochsprang, wurde das Seil straff gezogen, da flogen die Bockwürste alle nach oben. Es war eine Bockwurstfolter, aber kein Bockwurstspringen. Ähnliche Schachtel, zum Beispiel Sackhüpfen und Eierlaufen. Da kriegt man auf den Esslöffel so ein hartgekochtes Ei gelegt. Musste man 50 Meter mitlaufen. Wehe, das Ei fiel runter, schied man schon aus. Also absolut schwachsinnig, diese ganzen Spiele, nicht wahr? Alles Spiele, an denen ich meist nie teilgenommen habe. Nicht, weil sie ohnehin geschmacklos sind, sondern weil ich damals schon dem Verrat der Eltern meinen kleinen Stolz und meinen kleinen Trotz entgegensetzen wollte. Meinen Spaziergangsstolz gegen ihren Spaziergangsverrat. Meine Sonntagssprachlosigkeit gegen ihre Sonntagsgeschmacklosigkeit. Denn meine Eltern, meine Spaziergang-Geber, nicht wahr, haben mich als... wirklich, haben mich als Vierjährigen, auch noch als Siebenjährigen, jeden Sonntag, also wirklich jeden Sonntag, rund um die Stadt mit 25.000 Einwohnern und 32 Schwänen, nicht wahr? Die Schwänen sind alle weg, brauchen sie gar nicht mehr hinzufahren. Jedenfalls rund um die Stadt über den sogenannten Wall, den Damm einer ehemaligen Stadtbefestigungsmauer geschleift, mich immer hinter sich hergezogen. Es war ein Ziehen, Zerren, Humpeln und Stolpern. Kein Spazierengehen, an einem Sonntag links herum, am nächsten Sonntag rechts herum, am dritten Sonntag wieder links herum und so weiter. Mich immer hinter sich hergezogen, dass ich einerseits meine Füße, die deshalb jedes Jahr repariert werden mussten, tatsächlich kaum noch empfand, andererseits aber schon als Vierjähriger und auch noch als Siebenjähriger mir damals schon mit meinem kleinen Kopf sagen konnte, nicht wahr, dass ich als Erwachsener, als Mensch, da gibt's ja diese feinen Unterschiede, die kennen Sie ja, das ist eine richtige deutsche Entwicklungsgeschichte, nicht wahr? Schüler, Studenten, Zivildienstleister, Behinderte und dann kommt erst der Erwachsene, nicht wahr? Da müssen Sie aber erstmal hocharbeiten, bis Sie dabei sind, nicht wahr? Dass ich als Erwachsener, also als Mensch, diesem und ähnlichem Unfug immer mit aller Kraft, und sei es die letzte, entgegentreten werde. Das kommt davon, wenn der Mensch meint, seine Kinder gängeln, also in diesem Fall spaziergängeln zu müssen. Dann sehen Sie ja, was da herausgekommen ist mit mir. Edge, nicht wahr? Ich meine nicht, dass ich heute grundsätzlich etwas gegen Spaziergänge habe. Nein, nein, es ist meine besten Gedanken, muss ich zugeben, habe ich oft auf meinen Spaziergängen. Wirklich wahr. Meine sogenannten Gedankengänge, sagt man ja auch, nicht wahr? Nein, das sind also Gehen und Denken, muss ich Ihnen sagen, hängt ja eng zusammen. Gehen und Denken, daher kommt ja auch der berühmte französische philosophische Spruch, wie heißt er doch? Kennen Sie ja auch, ich denke, also gehe ich, nicht wahr? Oder so ähnlich. Oder umgekehrt. Ich gehe, also denke, ich weiß nicht mehr so genau. Jedenfalls, das ist echt niederrheinisch. Wir Niederrheiner wissen alles nur so ähnlich, nicht wahr? Und das hat auch was. Ne? Aber auf einen Sprung an den Rhein oder in den Schwarzwald oder über Feldwald und Wiese oder um die Ecke, herrlich, herrlich. Aber bei mir immer nur auf einen Sprung, muss ich schon sagen. Auf einen Gedankensprung. Oder wie ich schon gesagt, auf einen Gedankensprung-Spaziergang. Entschuldige mich, dass ich unterbreche, aber mir fällt gerade ein, das ist nicht unwichtig, wenn ich so unterwegs bin, nicht wahr? Nicht immer, aber sehr oft zu Hause gar nicht. Aber wenn ich unterwegs bin, denke ich sehr oft an meinen Onkel, der im Sarg verwechselt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie zufällig auch so einen Onkel gehabt haben. Jedenfalls, es war übrigens mein Lieblingsonkel, nicht wahr? Und deswegen wahrscheinlich. Jedenfalls, er war Schneidermeister, aber eigentlich nicht so richtig, sondern vielmehr, er war Schneider, Lehrer und Musiker und mein Onkel. Also alles in einer Person, nicht wahr?
Und die ganze Kleinstadt hat ihn persönlich gekannt und er trug nur so einen großen Künstlerhut mit breitem Rand, so Calabresa nennt man die, glaube ich, hielt Straßenbahnen an. Das habe ich ein paar Mal gesehen. Der stellte sich auf die Schiene, machte so, dann hielt die Straßenbahn, das blieb ja anders übrig, nicht wahr? Und dann machte der Fahrer vorne die Tür auf, dann stieg mein Onkel ein, stellte sich neben den Fahrer und fuhr dann weiter nach Uerdingen. Das habe ich wirklich 4-5 Mal gesehen. Ich meine, wo immer Sie leben mögen, ich weiß ja, aber versuchen Sie doch mal morgen früh in Ihrem Örtchen eine Straßenbahn anzuhalten. Nur mal aus Spaß, mal gucken, was dabei rauskommt. Mal gucken, wie sich das Fahrverhalten der Straßenbahnfahrer in den letzten 50 Jahren verändert hat. Mal schauen, nicht wahr? Ist doch interessant, wäre doch interessant, nicht wahr? Sie können mir dann zu gegebener Zeit Nachricht geben. Jedenfalls, ich habe mal versucht, den Mainz Rosenmontagszug aufzuhalten, nicht wahr? Da war ich aber hochtrunken. Ich meine, das ist die akademischere Form von volltrunken, nicht wahr? Dafür war ich voll vermummt, ne? Und ich hatte mir so einen Mondlampion, so als Vollmond, so ganz über den Kopf gezogen, unten zugemacht. Mich konnte niemand sehen, ich konnte niemand sehen. Nur meine Frau konnte mich natürlich sehen, nicht? Weil ich kannte mich ja schon länger. Jedenfalls hat sich furchtbar geschämt, hat mich dann in eine Passage gezerrt, wo ich dann meinen Rausch ausschlafen durfte. Ich habe zuletzt nur noch den schwankenden Sarotti-Moor gesehen, nicht wahr? Aber das zum Thema Aufhalten. Ja, mein Onkel rauchte auch dicke Brasilzigarren. Also den musste ich nachmittags immer für ihn holen, 2-10. Daran können Sie sehen, wie lang das her ist. Er war der Älteste von 10 Geschwistern und musste die Schneiderei seines Vaters auf sich nehmen. Damals war das ja so, da musste der Älteste immer die Schneiderei, also nicht, wenn der Vater Bäcker war, natürlich nicht. Das wäre ja ein heilloses Durcheinander geworden, nicht? Wenn der Bäcker plötzlich die Schusterei hätte übernehmen müssen. Nur weil er der Älteste war. Jedenfalls, mein Onkel wäre aber furchtbar gern Lehrer geworden, aber das ging damals nicht so ohne weiteres. Also damals schon Numerus Clausus, natürlich von anderer Art, und hat dann dafür als Kompensation, möchte ich sagen, dirigiert. Also sagen wir mal, 3 Gemischte und Bergwerkschöre, 2 Kirchenchöre, Männergesang, feine wohl an die 4 oder 5 und alles immer mit so mit der Hand. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal dirigiert haben. 1, 2 und 3. Man muss es nur immer so machen. 1, 2 und 3. Dann kommen die Sänger schon von selbst herbei und so entstehen die Chöre. Nicht? Einer. Ja, was denken Sie denn? So sind die Fischerchöre entstanden. 1, 2 und 3. Ja, immer so. Das ist Sie müssen halt nur bis 3 zählen können. Das ist das ganze Geheimnis, nicht wahr? Das ist wie beim Schwimmen. 1, 2 und 3. Beim Schwimmen machen Sie auch. Habe ich auf dem Trockenbock gelernt als Kind. 1, 2 und 3, nicht wahr? Nur, dass Sie beim Schwimmen natürlich keinen Taktschuh in der Hand halten müssen, nicht wahr? Ich meine, wenn Sie wollen, habt nichts dagegen. Dann weiß ja jeder gleich, dass Sie ein musikalischer Schwimmer sind. Das möchten Sie vielleicht geheim halten. Ich weiß es ja nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und dass Sie beim Dirigieren nicht unbedingt mit den Beinen arbeiten müssen, wie beim Schwimmen. Ich meine, manche Dirigenten machen das ja. Das sind ja Ausdrucksdirigenten. Die springen immer so hoch, ne? Besonders bei Jacques Offenbach. Da muss man froh sein, wenn das ganze Orchester wenigstens sitzen bleibt. Sonst würde ja jede Philharmonie zusammenbrechen. Aber jedenfalls, ja, mein Onkel ist dann, um dahin zurückzukommen, ist dann urplötzlich gestorben, sozusagen an dicken Bohnen in 2,5 Tagen, nicht wahr? Ich saß in Gießen damals in der Anatomie, Professor Wagenseil. Ich habe ja ein Semester Medizin studiert, hier sitzt die Galle, das weiß ich noch. Und ich habe inzwischen Gallengries, wahrscheinlich, weil ich dieses ein Semester studiert habe. Sie wissen ja, Gallengries, Lohengrin und Gurnemanns, das sind ja die 3 Silvienritter aus König Artus Tafelrunde. Ich schweife ab, aber es macht nichts. Bei meinem Onkel, kehren wir zurück, bei meinem Onkel hieß es damals, es sei eine Verschlingung des Darms, aber in Wirklichkeit war es ein Bruch in fettarmer Zeit, 44 etwa, nicht wahr? Der im Verbund mit dem Darm dann die Verschlingung in Gang hielt und so zu einem billigen Ende führte. Franz Schubert schwamm durch sein Handwerk. Franz Schubert. Schubert Franz. Immer leicht unrasiert, so wie ich jetzt, so ungefähr 3 Tage Bart. Im Hemd ohne Kragen saß er immer im Schneidersitz, ganz tief gebaut auf dem langen Tisch, die kalte Zigarre zwischen den schlechten Zähnen und stach die Nadel ins linksseitig aufgeraute Baumwollgewebe. Barchen nennt man das, glaube ich. Steiflein lag auch überall in der Werkstatt herum, Steiflein. Gleichzeitig mich beobachtend, der ich selbst vergessen und sorgenfrei damals auf dem Fußboden saß und mit leeren Garnrollke spielte. Das waren so kleine Garnrollkes. Wenn die leer waren, dann kriegten wir die zum Spielen, wir Kinder. So Holzröllchen kennen Sie ja nicht, wa? Wir schielten auf jede Nähmaschine. Wenn so ein Garnrollke, rissen wir das Röllchen runter und machten so Autos draus. Zogen wir ein Gummi durch, dann wurden die aufgedreht, dann fuhren die so 10 cm. Ja, wir hatten ja nichts anderes, nicht? Wir sind auch groß geworden dabei mit Garnrolkes. Wir sind die Garnrolkes-Generation. Ja, es gibt... Nein, wirklich, ne? Sehen Sie ja. Ne? Aber es hat uns nichts geschadet, wie man immer so schön sagt. Weil es gibt ja die Lost Generation, die Beat Generation und die Garnrolkes Generation. Gleichzeitig meinen Onkel beobachten, wie er über die Brille hinweg, so wie ich jetzt, genauso macht er auch immer, wie er über die Brille hinweg, durchs Fenster auf den langsam faulenden Birnbaum sah, die Eva kinderlos. Ja, das sind die Zusammenhänge, meine Damen und Herren. Hey! Ja?
Wir gingen wahnsinnig oft ins Kino. Das heißt, jeden dritten Tag hat er keine Lust mehr, machte um 17 Uhr in die Werkstatt zu, dann ging der mit mir ins Kino, nicht wahr? Sehr merkwürdig. Und wir gingen nur fast zu 98% in Western. Immer nur in Western. Also bist du total... Das sind alles die Filme, die man heute auch wieder im Fernsehen sehen kann. 23.30 Uhr, nicht wahr? Western. Die habe ich schon dreimal... Die habe ich insgesamt dreimal gesehen. Als Kind, als Student und jetzt im Fernsehen, nicht wahr? 23.30 Uhr, nicht wahr? Und wir gingen auch manchmal in Lustspiele. Hauptsächlich nur in Western. Der Rächer mit Akim Tamirov und 13 Stühle mit Rühmanns Heinz damals schon, nicht wahr? Höchst berauscht schlichen wir hinterher nach Hause zurück. Er lahmt aus der Hüfte heraus, mein Onkel, so ein bisschen... Ich hinkt und zwar nicht schlecht, nicht wahr? Nein, das lasse ich mir nicht nehmen. Jedenfalls besser als der berühmte Vergleich, sage ich immer. Wesentlich, ja. Ne? Sie kennen ja den Vergleich, ne? Mein Onkel, sage ich immer, im Nachhinein muss eine Art Berufseichendorf gewesen sein. Er erzählt ihm immer die gleiche Geschichte, wohl an die 100 Mal. Und immer nur mir hauptsächlich. Immer nur, ich weiß auch nicht warum. Wie er in freier Natur spazierend an eine Art Schloss geraten. Dort haben eine Art Baronin am Gartentor schon erwartet, ihn eingeladen, doch einzutreten, ihm das vornehme Haus von oben bis unten stundenlang gezeigt und ihn dann wieder auf seinen Weg geschickt, zu seinen Nähmaschinen und riesigen Bügeleisen. Die waren also so groß, waren sie schon. Die Bügeleisen, ja, die man ja damals noch voll und ganz in den glühenden Ofen steckte. Nicht, die Glut, direkt in die Glut hinein, die holte man später mit so einem Spezialholzgriff wieder heraus. Mein Onkel war ja auch Philosoph! Philosoph! Und Pflanzenbeschreiber und Fachmann für feinste englische Stoffe. Las Krimis und Abenteuerromane, Wallace und Löndorff. Wallace ist ja weltberühmt, wissen Sie ja, Edgar Wallace ist ja so weltberühmt durch Klaus Kinski. Und an Himmelfahrt machten wir zwar immer eine Fahrradtour, es war so, ich muss das so einteilen. Wenn wir eine Fahrradtour machten, wusste ich, jetzt ist Himmelfahrt, so war das. Da konnte ich mir das Jahr sagen. Ich kannte ja die Monate noch. Ich war ja schon noch ganz klein. Ich kannte die Monate noch nicht. Da wusste ich immer, wenn Himmelfahrt ist, noch 2, 3 Monate, dann ist Weihnachten. So hatte ich einen Überblick über das Jahr. Ja, wirklich. Man klammert sich doch an jede Kleinigkeit dann, wenn man so klein ist, nicht wahr? Und an Himmelfahrt machten wir immer eine Fahrradtour, wie gesagt, dann träumten wir höchst polyphon von Himbeersaft, Löwenzahn, Kartoffelsalat, Matthias Claudius, Ave Maria, Shakespeare aus Thermosflaschen und Henkelmann. Und über giftgrüne Wiesen, immer über giftgrüne Wiesen, einem unsichtbaren Gesang auf der Spur, nicht wahr? Endlose Trauermärsche in Dur. Mitten im Krieg, an einem Samstag begraben. Die Behörden hatten ausnahmsweise erlaubt, dass der Trauerzug mit Pferdwagen und die ganze Stadt ziehen durfte, war ja verboten, können Sie sich ja denken, wegen der Flieger, ne? Ist klar. Mit Reden, Musik und Gesang am Grab. Für einen, der nichts erreicht hatte. Nichts. Nicht bei sich selbst. Und sonntags ging es dann schon rund. Ihr Onkel liegt leider noch in der Kapelle. Wir haben gestern den Falschen begraben. Verwechselt. In der Kapelle verwechselt. Ja. Wissen wir, wer wir sind? Hm? Vielleicht sind wir schon viel früher verwechselt worden. Und wissen es nur nicht. Wissen es nur nicht, nicht wahr? Ja, gucken Sie sich mal heute Abend genau an, nicht wahr? Vielleicht, ne? Vielleicht sind Sie der verschollene Prinz, nicht wahr? Der früher vor zig Jahren von einer Bauersfrau im Korb weggetragen worden ist, nicht wahr? Und gucken Sie mal genau heute Abend nach, ob Sie nicht dieses berühmte savoyische Muttermal hier auf der linken Schulter haben, ja? Es gibt doch die italienischen Ritterfilme, nicht wahr? Die sind da immer so. Kommen dann als Prinz Pintacuda zurück, nicht wahr? Aber am Sonntag ging es dann schon wieder rund, wie gesagt, nicht wahr? Aber am Montag wurde er ausgetauscht, ganz früh, ich war nicht dabei. Ausgetauscht und umgebettet, ich war wirklich nicht dabei. Und manchmal meine ich, er liegt gar nicht da! Sondern fährt über Land, singend und voller Schadenfreude. Bringt vielleicht der Baronin ein Ständchen von Schubert, Franz Schubert. Schubert, Franz. Und beobachtet mich, wie ich mein Leben vergeude. Schmetterling kommt nach Haus, kleiner Bär kommt nach Haus, Känguru kommt nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Kabeljau,
schwimmt nach Haus. Elefant läuft nach Haus. Ameise rast nach Haus. Die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Fuchs und Gans kommen nach Haus. Katz und Maus kommen nach Haus. Meine Frau, komm nach Haus. Die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Alles schläft und alles wacht. Alles weint und alles lacht. Alles schweigt und alles spricht. Alles weiß man leider nicht. Alles schreit und alles lauscht. Alles träumt und alles tauscht. Sich im Leben wieder aus. Es sitzt schon der Abend auf unserem Haus. Schmetterling fliegt nach Haus. Wildes Pferd springt nach Haus. Altes Kind kommt nach Haus. Die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Vielleicht ein paar Anmerkungen zu diesem kleinen sentimentalen Liedchen. Es ist 16 Jahre alt und es ist natürlich so, dass heute leider Gottes nicht mehr so viel Schmetterlinge nach Hause fliegen und dass auch nicht jeder Kabeljau so einfach um die Ecke und ganz leicht seinen Heimweg antritt. Leider Gottes. Aber es ist auch ein Beleg dafür, dass ich natürlich nicht 40 Jahre ewig unterwegs war und ewig aus dem Koffer und ewig von einem Hotel ins andere. Ich bin dann natürlich auch zwischendurch schon mal nach Hause gekommen. Und wenn ich jemanden ausgebeutet haben sollte in den vielen Jahren, dann war es in der Hauptsache aufgrund des merkwürdigen Gewerbes, nicht wahr, was ich betreibe, meine eigene Familie, die oft und lang genug deswegen nichts von mir haben konnte. Aber wenn ich dann nach Hause kam, dann standen wir sofort vor einem Riesenproblem, das Sie alle kennen, das ist überall gleich, hängt gar nicht vom Beruf, das ist überall gleich, denn dann fragte mich die Frieda immer sofort, also wenn ich nur wüsste, was ich heute mal kochen soll, fällt dir was ein? Ja, es ist überall gleich, wie ich schon sagte, nicht wahr? Ja, ich sage, Moment mal, kochen, Sekunde, also kochen, Gott, ja, mach doch was, was am wenigsten Arbeit macht. Ja, was am wenigsten Arbeit macht, das isst du ja wieder nicht. Was ist das ja, das Pellkartoffeln mit Quark? Esse ich für mein Leben gern. Ja, mach das dann. Nein, dann muss ich ja für dich wieder was Extras kochen. Nein. Ich kann ja mal Pellkartoffeln mit Quark essen, vielleicht schmeckt es mir auf einmal, ne? Ich meine, ich habe ja früher auch keine Möhren gemocht, aber als Kind, aber so wie du sie machst, esse ich sie doch inzwischen, die Möhren. Nein, ich was ich mache. Ich mache Hackbraten mit Spätzle und Salat. Für dich kann ich ja rasch ein paar Kartoffeln machen, du bist ja nicht so sehr für Teig warm. Mach doch nur Suppe. Ja, was für eine Linsensuppe, Bohnensuppe, Erbsuppe. Kannst du mir jeden Tag zweimal vorsetzen, nicht wahr? Ja, wenn es nach dir geht, müsste ich jeden Tag Suppe machen. Aber bitte nur nicht an, dass es keine Arbeit macht. Gerade Suppe macht Arbeit. Gerade Suppe. Ja, dann mach eben, was schnell geht. Spinat durcheinander oder sowas. Hatten wir da gerade vorgestern. Dann mach Fischstäbchen. Schon wieder Fischstäbchen. Also wenn dir nichts mehr einfällt, nimm noch Fischstäbchen ein, nicht wahr? Außerdem wollte ich die Freitag machen. Und dann mach Paprikaschoten. Wenn wir jetzt einfach eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen heute Abend warm essen, können wir auch machen. Ist ja aber nicht so lieb. Oder doch. Du, ich könnte auch Bratwurst machen. Also mach doch Kaffee und Kuchen. Ist das wirklich wurscht? Dann wirst du nicht satt, weil es nur ein Brot hinter ist, doch gar kein Problem.
Du, ich kann uns auch rasch ein paar Spiegelei machen. Also mir ist das wirklich ganz egal. Ich habe sowieso nicht so viel Hunger. Ja, wenn ich keinen Hunger habe, brauche ich ja gar nicht jetzt anzufangen, nicht wahr? Doch, doch, ein bisschen Hunger habe ich schon. So ist das nicht. Also das sagst du jetzt nur mir zuliebe. Ich kenne dich doch, nicht wahr? Nein, nein, ich meine doch nur, dass es mir egal ist, was du machst. Du sollst dir nur jetzt hier nicht groß rumwühlen. Also wenn ein Mann schon sagt, dass es ihm egal ist, was seine Frau kocht, dann brauche ich wirklich nicht anzufangen. Da habe ich das doch gar nicht gemeint. Da hast du denn gemeint? Ich meine doch nur, dass du nicht wie gestern hier was Großes zauberst mit Suppe und Nachtisch etc., sondern einfach was, was wenig Arbeit macht. Also gestern der Schweinebraten hinter die Zitronencreme hat überhaupt keine Arbeit gemacht. Doch einfach ein paar Brote, dann hat sich der Fall. Ich bin doch nun, weiß Gott, kein Show wie. Na, 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 na. Also das würde ich ja nicht so ohne weiter zu unterschreiben. Also komm jetzt, bei uns zu Hause hieß es früher immer, was auf den Tisch kommt, das hat gegessen. Das soll ich mal bei dir machen. So großzügig bist du gar nicht, wie du immer tust, nicht wahr? Im Spielen möchtest du doch lieber was anderes. Was soll denn das schon wieder heißen? Ja, ich bin eben unsicher. Unsicher. Nicht schließlich will ich sie auch was einigermaßen Gescheites vorsetzen. Habe ich schon mal gemeckert, im Gegenteil. Ich habe immer fleißig noch Dill und Petersilie mitgehackt und so weiter. Und da habe ich schon mal gesagt, dass es mir nicht schmeckt, aber gedacht. Und das macht mich ja so unsicher. Ja, ich sage, wenn das so ist, das können wir doch leicht ändern. Dann schlage ich wirklich mal ab und zu mit der Faust auf den Tisch. Lass den Tisch bitte ganz. Weißt du was? Mach doch Speckpfannkuchen mit Salat. Das wollte ich morgen machen. Ja, dann mach Pellkartoffeln mit Quark. Du hast nichts dagegen, ich schwöre. Ich kann auch gebackene Bohnen. Nein, jetzt machst du Pellkartoffeln mit Quark. Wenn du lieber gebackene Bohnen. Also jetzt sag ich gar nichts, weil sie doch gebackene Bohnen. Nein, Pellkartoffeln, ich will keine Extrawurst. Also ich könnte schon längst fertig sein, wenn du dich einmal klar ausdrücken würdest. Wir könnten schon längst gegessen haben, wenn du mal meine Vorschläge ernst nehmen würdest. Also dann koche ich gar nichts, ist mir auch recht. Also Schluss jetzt, ich mache jetzt eine Linsensuppe und damit passt dann. Nein, du machst jetzt Pellkartoffeln mit Quark. Das wollen wir doch mal sehen. Also das wollen wir doch mal sehen. Also gut, wie der Herr befehlen. Pellkartoffeln mit Quark. Und so kriegt man natürlich im Laufe der Jahre jedes zweite Essen in die Schuhe geschoben. Meine Damen und Herren, wenn man so unterwegs ist, ich meine, dann macht man natürlich, hat man auch einige Erkenntnisse. Zum Beispiel, der deutsche Hausmeister, das heißt, nein, so können wir nicht vorgehen. Wir müssen die Mehrzahl nehmen, das klingt gerechter. Und Anwesende sind natürlich immer ausgeschlossen, auch unter den Zuschauern. Aber die Deutschen, oder sagen wir mal fast, wir können uns vielleicht auf folgende gerechte Formel einigen. Fast alle deutschen Hausmeister scheinen meines Erachtens in der Schule nur einen einzigen Satz gelernt zu haben und der lautet, hier können Sie nicht stehen bleiben. Es ist ganz merkwürdig. Wenn ich mit meinem Assistenten, sagen wir mal, abends so gegen 6:30, ist es meist auf den Schulhof eines sogenannten Schulzentrums fahre. Weil ich dort in der Mehrzweckaula um 20 Uhr ein Gastspiel gebe, nicht wahr? Sie wissen ja, Mehrzweck, nachmittags Hallenhandball, abends Kleinkunst, Mitternacht nochmal Hallenhandball. Das ist die deutsche Mehrzweckkultur, nicht wahr? Dann steht da immer so gegen 6:30 ein Herr in graublauem Kittel, erwartet uns, nicht wahr? Das heißt, jetzt, wenn es schon dunkel, so früh dunkel ist, dann können wir natürlich nicht sehen, aber wir hören ihn. Sobald wir unsere Füße beidseitig aus dem Auto gesetzt haben, klingt gespenstisch durch die Dunkelheit der Satz, hier können Sie nicht stehen bleiben. Dann möchten wir die Füße wieder ins Auto ziehen, Tür zu, ab nach Venedig. Das machen wir natürlich nicht, wir haben einen Vertrag, es kommen nette Leute, es kommen viele Freunde, wir spielen natürlich. Er könnte ja auch genauso gut sagen, schönen guten Abend zunächst mal, wenn Sie in aller Ruhe ausgeladen haben, nicht wahr, dann stellen Sie doch den Wagen bitte um die Ecke, sieht nicht so gut aus, steht hier im Weg oder so irgendwas. Nein, er sagt, hier können Sie nicht stehen bleiben. Nun. Versuche ich mich natürlich immer wieder in die Haut eines anderen Menschen hineinzuversetzen. Das muss man machen, weil man so viel kennt man ja auch nicht und auch das Gegenteil soll man immer mit einbeziehen. Und ich sage mir dann immer, vielleicht hat der Mann einen schweren Tag gehabt oder so, nicht wahr? Oder hat Kummer in der Familie oder Sorgen mit den Kindern. Es gibt ja all solche Dinge, nicht wahr? Und ich versuche immer dem anderen eine Chance zu geben, mich quasi auf seine Seite zu schlagen. Das ist eine niederrheinische Krankheit, weil wir Niederrheiner sind ja aggressiv gehemmt. Das haben die Psychologen herausgefunden. Das geht bis zur Selbstaufgabe, sodass ich mir manchmal so überlege, vielleicht ist dieser Satz in manchen Landstrichen Deutschland, die ich nicht kenne, ein Abendgruß. Hier können Sie nicht stehen bleiben, nicht wahr? Ja, kann doch möglich sein. Sehen Sie mal, man sagt doch in Schleswig-Holstein abends Moin Moin, ne? Ich hab daran gedacht, weil ich dachte, du weißt jetzt nicht, dass alles auf dem Kopf steht. Aber nun gut, ich meine, nun gibt es ja Gottlob, gibt es ja auch noch andere Begrüßungsformen und Formeln, die wesentlich höflicher und kultivierter und kultureller und so weiter ausfallen. Ich habe das mal in einer großen Geschichte zusammengefasst und eigentlich fast auch für meine Freunde und Kollegen mitgeschrieben, weil sie Ähnliches erleben, ist ja logisch. Und deswegen heißt die Sache auch Inside Story. Und da passiert uns zum Beispiel so gegen 6:30, wie gesagt, wenn wir ankommen, Folgendes, dass wir angesprochen werden. Was wir hier machen, lieber Hösch, ist natürlich immer ein Risiko für eine kleine Stadt.
statt, wie wir es sind. Aber wir hoffen natürlich dennoch, dass Ihnen unsere Bühne, so wie Sie sie jetzt hier sehen, zusagt. Übrigens hat vorige Woche hier an diesem Tisch, wo Sie jetzt sitzen, Heinz Meyer Donner Eschingen gelesen aus seinem ganz neuen Roman Barfuß nach Triest. Und nächste Woche erwarten wir Helmut B. Klagenfurt. Er liest aus seinem neuen Roman Der Monat des Hasen. Was werden Sie uns denn wieder Schönes vortragen? Und im nächsten Monat erwarten wir das Bechert-Quartett. Die kommen ja immer direkt aus Rom. Die kommen ja nun auch schon seit 37 Jahren zu uns. Und immer direkt aus Rom, das Bechert-Quartett. Danach gibt es einmal im Jahr einen Lichtbildervortrag mit dem Faltboot quer durch Finnland. Und es ist schon seit Jahren immer derselbe Vortrag, weil das Land hat sich auch unwesentlich verändert. Brauchen Sie einen Tisch? Das Licht machen Sie, glaube ich, wie Sie uns schrieben selbst. Sie brauchen keinen Tisch. So, ich dachte schon, Sie hätten neulich in Oberhausen einen Tisch gehabt, wo wir Sie ja gesehen haben. Also Sie brauchen keinen Tisch. Carla Dahlen, die Kammersängerin, kommt ja auch oft zu uns, braucht immer einen Tisch, obwohl sie singt. Sie liest nicht, sie singt. Aber sie braucht einen Tisch. Ja, sie hat das jemand vor versammelter Mannschaft erklärt. Ich brauche einen Tisch, liebe Freunde. Ich kann mir nicht helfen. Ich kann ohne Tisch gar nicht arbeiten, nicht wahr? Und sie nimmt noch lange nicht jeden Tisch. Sie ist ja jetzt, glaube ich, mit dem Goethe-Institut unterwegs. Irgendwo in Kleinasien, nicht wahr? Auf Deutsch und Italienisch mit einem Tisch. Im nächsten Jahr geht sie, glaube ich, mit Pro Cafeteria, mit dieser gemeinnützigen Organisation. Mit Pro Cafeteria nach Australien, alles in Englisch, muss man sich mal vorstellen. Das ist alles, von A bis Z, alles in Englisch. Bei einer Matinee, sowas machen wir ja auch nicht. Eine Matinee ist ja bei uns, ich sage, bei einer Art Gottesdienst, immer ausverkauft. Ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, man sollte nur noch Matineen machen. Nur noch, von morgens bis abends, nur noch Matineen. Kennen Sie eigentlich Dr. Ludger Möller-Hasloch? Er hat ja hier bei uns auch schon seinerzeit ständig rezitiert. Wir haben ihn ja schon kennengelernt damals, als er noch zweiter Hilfsdramaturg war. Er ist, glaube ich, inzwischen erster Hilfsdramaturg an einer Mundartbühne im Taunus. Und er kommt. Ja, er kommt jetzt auch in diesen Tagen zu uns, und zwar mit seinem ganz neuen Programm Mundart in Konzert, und geht dann auf Tournee durch Nordrhein-Pfalz. Sehr anstrengend. Sehr und undankbar überdies, undankbar. Er kommt ja aus Herne, lebt aber im Bayerischen Wald. Clemens Schuster zum Beispiel kommt aus Vechta, lebt aber am Chiemsee. Ein wunderbarer Bariton, nicht wahr? Lebt am Chiemsee, kommt aber aus Vechta. Bei vielen ist es ja wieder umgekehrt. Die kommen vom Bodensee, leben aber in Gelsenkirchen. Das muss dann ganz schrecklich sein. Aber die meisten leben am Tegernsee. Fast alle leben am Tegernsee. Haben Sie eigentlich schon was gegessen? Viele essen ja erst hinterher, wenn alles vorbei ist. Manche essen weder vorher noch hinterher. Wir bestellen nämlich immer einen Tisch vorher. Das ist besser. In Clarence Nachtrestaurant, da gibt es eine hervorragende Estragonsuppe mit einem Stich Senf. Rein wahnsinnig. In Clarence Nacht, ja, wenn wir jetzt noch einen Tisch bestellen, reicht es noch nicht, weil da wird nur Sonnenblumenöl verwendet und Ferrari-Essig. Die meisten essen ja hinterher, in Bremen immer hinterher, in Bochum immer hinterher, in Düsseldorf vorher und hinterher mit Ferrari-Essig. Bei Zadek hatten wir neulich vorher einen Tisch bestellt, aber hinterher gegessen. Basilikum, nicht wahr? Ich habe ja vor einem Jahr in Stockholm einen Ibsen gesehen, ich weiß leider nicht mehr welchen, aber umwerfen. Das habe ich später nur noch zweimal in München und einmal in, nein, umgekehrt, zweimal in Berlin und einmal, nein, wie war es denn jetzt wirklich? Zweimal in München und einmal, nein, nicht, dass ich lüge, zweimal in Berlin und einmal und in Bochum. Und hinterher gegessen, Estragonsuppe. Ich frage selbst in einem China-Restaurant oft nach, ob der Koch eventuell Franzose sei, mit einem Stich Senf, rein wahnsinnig. Karin Maria Wernicke vom Tourneetheater, Bühne 73, nicht wahr, rief schon im August bei uns an, obwohl sie erst im November zu uns kam, und ließ durch uns einen Tisch in Clarence Nachtrestaurant im Voraus bestellen, wegen des Salats mit Ferrari-Essig. Mit Ferrari-Essig und Gorgonzola. Na, das ist dann aber mal Salat. Und für jede Kaper einen neuen Teller, nicht? Da bezahle ich gerne 5 Mark mehr und weiß, was ich habe. Und am anderen Morgen kein Kopfweh, nichts, kein Gliederzerren, keine Sehstörung, nichts. Man steht auf, und das nach einem schweren Abend mit Ibsen oder Beckett oder Ligeti, was weiß ich, Gorgonzola. Das hat ja schon Brecht in Paris, hat Brecht mal was gesagt über die verschiedenen Käsesorten. Brecht hat in Paris mal über die Käsesorten etwas Kulturelles. In Paris hat er gesagt, Brecht.
in Paris. Paris ist ja kein Wunder, Paris, wir sind ja doch alle in einem gewissen Sinne Kinder des Olymps. Nicht? Haben wir zwölfmal gesehen und immer im Original. Wir können uns Jean-Louis Barrault auf Deutsch gar nicht vorstellen. Immer im Original. Wir sehen alles immer nur im Original. Selbst die deutschen Filme sehen wir im Original. Und hinterher gegessen mit Ines Meisenberg, die wir ja auf Formentera, sie macht ja einen hinreißenden Chicorée-Auflauf, Ines Meisenberg, hinreißend, die wir ja auf Formentera kennengelernt haben. Damals war sie ja noch liiert mit Rolf Michaelsen beim TIN, Theater im Niemandsland. Ich weiß nicht, ob dieses interessante kleine Theater kennen, TIN. Es gibt ja das TIFF, Theater im Fenster, dann das TIC, Theater in der Garage und dann noch das TIN jetzt, Theater im Niemandsland. Da haben wir hinterher Rock von einer Barbara Rütting gegessen, also überirdisch, um nicht zu sagen himmlisch, überirdisch. Und in den Ferien, jeden Morgen als erstes auf La Gomera, kreatives Training auf La Gomera, mit Marietta Carson Pembroke, einer Schülerin von Kathy Monk Meredith. Schon über 80, die Dame, aber alles barfuß. Und alles, meine Damen und Herren, alles von der Atmung her, von der Atmung her, mit dem Knie sprechen, mit dem Nabel sehen und alles von der Atmung her, auf La Gomera, jeden Morgen, mit dem Knie sprechen, mit dem Nabel sehen. Die meisten Künstler sprechen zu wenig mit dem Knie. Eugen Schulze-Henrici spricht als einziger den Osterspaziergang mit dem Knie und mit einer Leichtigkeit. Wir sind jedes Mal fassungslos. Dabei ernährt er sich in der Hauptsache von Sauerkraut. Er hat hier an diesem Tisch Georg Trakl gegessen. Trakl, anschließend Sauerkraut gegessen. Wir saßen alle wie immer in Clarence Nachtrestaurant. Ich hatte wie immer einen Tisch bestellt. Wir aßen alle wie immer eine Estragonsuppe. Er aß Sauerkraut. Einfach so mit den Fingern aus der Büchse. Roh, einfach so. Die Presse hat geschrieben, Trakl und Sauerkraut. Aber das Schöne an ihm ist ja, er macht kein Programm daraus. Das ist ja eigentlich das Schöne an ihm. Aus dem Sauerkraut. Nicht? Viele machen ja aus Sauerkraut ein Programm. Er nicht. Na? Das ist das Schöne an ihm. Finde ich. Nicht? Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber ich finde, er macht, das ist das Schöne. Raoul Haasner, der Cellist, nicht Felix Haasner, das ist sein Bruder, der Bildhauer, die werden ja oft verwechselt. Raoul ist der Cellist und Felix ist der, ich merke mir das mit so Zeichen, Raoul ist der Cellist und Felix ist der Bildhauer. Die Haasners kommen ja aus Holstein, leben aber in Rottach-Egern, in einem umgebauten Bauernhaus mit ihrer Mutter. Wir waren einmal zu einer Vernissage eingeladen. Ein furchtbares Wort, sage ich Ihnen. Vernissage von Felix Haasner, dem Bildhauer, nicht wahr? Alles kam in Gummistiefeln, auch die Mutter. Nein, ich muss das insofern erwähnen, allein dadurch, dass alle ausnahmslos Gummistiefel trugen, entstand eine Konzentration auf das Wesentliche, die den ganzen Abend anhielt. Es gab Bratfischbrötchen im Stehen, also in einem Raum, der nicht größer war als unsere Küche. Wir waren immerhin 70 bis 80 Personen. Bratfischbrötchen, also eine Atmosphäre, sage ich Ihnen, eine Wahnsinnsatmosphäre. Sodass wir uns hinterher monatelang von unseren Gummistiefeln nicht trennen mochten. Eine Wahnsinnsatmosphäre. Wir nehmen ja jetzt alle einen Kursus für Verwirklichung teil. Siehe Elisabeth Blattau, Verwirklichung oder Verwahrlosung, Seite 12. Ihr Bruder ist der Stationsarzt in Lemgo. Und sie ist Anthroposophin von Mutters Seite. Kommt aus Kreuzlingen und lebt zusammen mit Heiner Fischer, der ein Haus in der Bretagne hat oder hatte. Nein, hatte. Er hat jetzt eins in der Toskana. Nein, er hatte eins in der Toskana gemietet. Gemietet und hat jetzt eins in der Provence ebenfalls gemietet. Wenn er mal wieder zu uns kommt, möchten wir so wahnsinnig gerne einen Tisch im Freien bestellen. Glauben Sie mir, es gibt wirklich nichts Schöneres als einen Tisch im Freien mit Blick auf einen italienischen Friedhof. Im Tessin, Verso Ticino. Wir hatten ja auch mal vor Jahren schon vor, eine große Tournee zu machen, vor Jahren, nicht wahr? Und zwar unter dem Motto, mit Humor der Welt im Laufschritt durch die Zeiten der Völker. Im Laufschritt durch die Zeiten der Völker, so sollte das Motto heißen, nicht wahr? Und Scherenschnitte wollten wir machen, und zwar in den Ländern, wo man unseren Humor nicht übersetzen kann. Wollten wir die Pointen optisch andeuten, durch Scherenschnitte. Ja. Und
Unterwegs hatten wir uns vorgenommen, Batik zu lernen. Batik. Und hier und da wollten wir für die Einheimischen sonntagsmorgens auf den Marktplätzen Klöppelkurse abhalten. Scherenschnitte, Batik und Klöppeln im Laufschritt durch die Zeiten der Völker. Das war unser Ziel. Und mein Bruder sollte mich auf den Flügel begleiten, aber er brach sich leider in den Dolomiten das rechte Handgelenk. Und in den Pyrenäen das linke Handgelenk. Und wenn wir nicht Tag und Nacht immer zu und immer wieder, Tag und Nacht immer wieder und immer zu Tische bestellen, dann wüssten wir gar nicht mehr, wo wir sind und was wir tun. Dankeschön. Meine Damen und Herren, nach einem solchen Programm, das ist ja nur ein Ausschnitt, aber nach einem solchen Programm sind natürlich immer viele Fragen vorhanden und die meisten bleiben offen, das wissen Sie von Fernsehdiskussionen, wo es immer so schön heißt, wenn wir auch nicht alle einer Meinung waren, so sind doch wieder viele Fragen offen geblieben. Sodass wir alle etwas Fruchtbares mit nach Hause nehmen können, Dankeschön, nicht wahr? Aber nein, ich meine das jetzt ganz ernsthaft, dass vielleicht auch junge Leute sich fragen, nach so vielen Jahren, 40 Jahren und dann ein solches Programm und so, die Frage, das ist eine deutsche Frage natürlich, was will er denn nun eigentlich? Sie kennen ja den deutschen Spruch, ich weiß nicht, wer ihn gefunden oder formuliert hat, er ist nicht von mir, ich zitiere ihn aber trotzdem an dieser Stelle gerne, wo wir Deutschen hingrübeln, wächst kein Gras mehr. Und, nicht wahr? Und das ist in diesem Sinne, ist, er wird doch schließlich etwas wollen, er wird ja nicht einfach so auf die Bühne gehen, sich hinter seine Orgel setzen und dann am laufenden Band nur Spökes machen. Wo kommen wir denn da hin mit dem Abendland, nicht wahr? Und es wird dann natürlich bei den vielen Jahren, sind viele Programme entstanden, auch verglichen. Früher war doch mehr so und so. Ne? Und die Presse schreibt teilweise, nicht alle, aber teilweise auch schon, wo denn der Biss geblieben sei, nicht wahr? Der berüchtigte, habe ich schon vor 10 Jahren parodiert, hat noch keinen Schmack gelesen. Jedenfalls, ich meine, es ist eine schwierige programmatische Situation, weil wir Deutschen müssen halt immer eine Botschaft verkaufen, sonst sind wir nichts wert. Und wir haben, also wenn einer nur spielerisch ist, das ist dann auch wieder nichts. Und jedenfalls, na, ich habe aber Glück gehabt. Ich bin also, ich wollte noch sagen, warum. Ja, ich wollte eigentlich mit einem solchen Programm mal für mich, mit Ihrer Hilfe natürlich, sonst geht das gar nicht, immer mit den Freunden, die abends halt kommen, in die Vorstellung wollte ich mal gut 2 Stunden, so ist das Abendprogramm, wenn es abläuft, nicht wahr, auf der Bühne ausgelassen sein. Man kann natürlich die Presse schreiben, wollte nur ausgelassen sein. Punkt, Punkt, schade, sehr schade. Also Sie werden hier immer gezwungen, irgendeine Programmatik über die Rampe zu jagen. Und ich hatte großes Glück. In allerletzter Sekunde kam mir also ein Bote aus China auf einem schweißbedeckten Pferd zu Hilfe. In allerletzter Sekunde, deswegen schweißbedeckt. Sie kennen sicherlich schön den wunderbaren chinesischen Spruch, wer die Wahl spricht, braucht ein schnelles Pferd. Und daher schweißbedeckt, ja? Und brachte mir in meiner schwierigen Situation 2 Zeilen von Lao Tse, die ich gierig sofort angenommen habe, weil ich mir dachte, Gott sei Dank kannst du doch wenigstens noch so einen kleinen Schlenker, so einen kleinen programmatischen Schlenker anbringen. Und diese 2 Zeilen lauten, wen der Himmel retten will, dem schenkt er die Liebe. Könnte in der Bibel stehen, ist aber von Lao Tse. Und ich setze da ziemlich drauf. Ich setze auf die Liebe, wenn Sturm mich in die Knie zwingt und Angst in meinen Schläfen buchstabiert. Ein dunkler Abend mir die Sinne trübt. Ein Freund im anderen Lager singt, ein junger Mensch den Kopf verliert, ein alter Mensch den Abschied übt. Das ist doch das Thema, meine Damen und Herren. Den Hass aus der Welt zu entfernen, das ist doch das Thema. Und wir bereit sind zu lernen, dass Macht, Gewalt, Rache und sogar Sieg, nichts anderes bedeuten als ewiger Krieg auf Erden und dann auf den Sternen. Die einen sagen, es läge am Geld. Gut, das ist sicher nicht falsch. Die anderen sagen, es wäre die Welt. Sie legen den falschen Händen. Das ist auch manches richtig dran. Aber jeder weiß immer besser, woran es liegt. Nur, es hat noch niemand den Hass besiegt, ohne ihn selbst zu beenden. Es kann mir sagen, was er will. Und kann mir singen, wie er es meint. Und mir erklären, was er muss. Und auch begründen, wie er es braucht. Ich setze auf die Liebe. Schluss. Gute Nacht.